Was entdeckt? Hat man auch nicht alle Tage. Mit Plattform drauf. Okay. Ich muss mich jetzt mal irgendwie hier durchkämpfen. Weil hier hört der Zaun nämlich auf. Und ich denke mal, da wird man auch irgendwie reinkommen. Lass mich los! An die Seite! Achtung, ich gebe dir ein Wasser, ich bin ein Arzt. Oh, das ist alles verbarrikadiert, ne? Das ist immer fies. Warum macht ihr denn sowas? Da vorne geht es auf jeden Fall auch wieder rein. Ja, hier. Hier sieht so aus, als wenn einer noch bis vor kurzem hier voll gemacht hat. Das sieht noch nicht aus, als wenn das so lange weg ist hier. Aber na gut, kann natürlich auch täuschen. Natürlich keine Taschenlampe mit. Toll. Hui. Jetzt bin ich ein bisschen erschreckt. Was machst du denn hier? Ah, hier kommt man ins Haus. Hier. Nee, doch nicht, scheiße. Doch. Aber hier ist nicht mehr viel los. Mit dem Haus. Hier war mal eine Treppe. Gut, probieren wir es mal hier lang. Ja? Cool, ja. Der Baum wächst schon im Haus. Im ehemaligen Treppenhaus wächst jetzt eine Birke. Auch nicht schlecht. Hier oben steht mal der Heizungskeller. Hier geht's weiter. Okay, da vorne ist auch noch ein Haus. Aber alles ziemlich verrammelt. Bin ziemlich runtergekommen. Ich bin hier schon mal im ehemaligen Keller. Ey, das kotzt mich an. Wieso? Mann! Wieso hat man bei sowas keine Taschenlampe dabei? Seht ihr was? Nee, ne? Hier geht's. Ja, ich sag mal, ehemaliger Keller auf jeden Fall. Sorry für die schlechte Beleuchtung. Das kommt nie wieder vor. Boah, sehr unheimlich. Oh. Keller. Ich glaube nicht, dass wir in die anderen Räume oben reinkommen. Hier ist alles ziemlich zu. Und das ist auch der ehemalige Zugang zum Keller hier. Leider fehlt ja die Hälfte der Treppe. Oh, hat schon was, ne? Oh, ja. Der erste Verfall schon ziemlich fortgeschritten. Boah, der Baum hier ist der Hammer, ne? Die Wurzel, die hängt hier richtig in der Wand drin, ne? Ja, ich denke mal, das war mal früher der Heizungskeller hier. Und hier, das werden Garagen gewesen sein. Ja, jetzt ist mein Handy wirklich alle. Richtig geil. Ich muss zu der Kameraausstattung. Ich muss da unbedingt eine Dings zu machen. Überall noch so kleine Fallen. Drüben kommt man auch nicht wirklich hin. Das Ganze ist eingezäunt hier. Aber wie gesagt, nur so halb. Oh. Oh. Ich will jetzt nicht sorgen, ne? Aber da geht es ein bisschen abwärts. Furcht mal. Hier ist also irgendwo eine Zisterne. Da möchte ich nicht unbedingt drüber gehen. Okay.
Gut zu wissen. Kleines Loch im Boden, großer Hohlraum. Ja, schade, dass man in die anderen Räume nicht wirklich reinkommt. Aber es ist auch schon sehr verfallen. Also es ist nicht mal wirklich viel mit los. Sehr cool. Ja, wie gesagt, in die anderen Räume komme ich leider nicht rein. Aua, aua, aua. Ah. Ich hasse Stacheln. Das war's dann also schon in Mini Lost Place. Oh, hier ist noch sowas wie eine Garage, sehe ich gerade. Kommt man aber auch nicht rein. Das ist total zugewuchert hier. Seht ihr das? Ja, das waren mal Garagen. Seht ihr das? Hier hat mal irgendwie ein Bauer sein Heu gelagert. Ich denke mal, das kann er aber nicht mehr wirklich gebrauchen. Hier sind ehemalige Garagen. Oh, total zugewuchert, so richtig märchenhaft. Da hinten sind auch noch Garagen. Das sind auch alles komplett einmal Garagen durch hier. Aber wie ihr seht, also das scheint auch schon, ja, einige Zeit nicht mehr im Gebrauch zu sein. Aua! Mann! Lass mich doch mal in Ruhe, müssen wir hier. Ja. Das wird schon gewesen sein. Mitten auf der Motorradtour so ein kleines Lost Place entdeckt hier. Richtig cool. Mini Lost Place, kein großes, aber man muss natürlich alles erstmal nächstes untersuchen. Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen, sucht Lost Places, macht was ihr wollt, einfach eure Abenteuer. Man sieht sich. Das scheint hier an der Straße direkt das Haupthaus zu sein. Hier ist auch nochmal sowas wie eine Art Keller, würde ich sagen. Aber auch verrammelt. Ja. Ich denke mal, das war mal so ein. Oder ist. Moin! Ein ehemaliger Gewölbekeller. Cool. Ich denke mal, das war mal irgendwie so ein altes Gehöft oder sowas. Schwer zu sagen, man sieht es aber auch nicht. Da ist auch noch was. Wie so eine Art Gartenlaube. Seht ihr das? Tja. Aber man sieht von hier aus schon, man kann reingucken, es sind keine Fenster mehr da, nichts. Also so wie da die Decke aussieht, das Dach aussieht, da ist da auch nicht mehr viel mit los. Ich denke mal, das wird eh so einsturzgefährdet sein. Vor allen Dingen, man sieht ja, es ist völlig zugewuchert. Das sind mehrere Gebäude, da vorne sind auch noch welche. Aber alles so zugewuchert, dass man überhaupt nicht mehr reinkommt. Naja, war ein Versuch wert. Dann werde ich mal weiter gucken. Vielleicht finden wir ja noch eins. Weiß man nie. Man weiß nie, was einem auf so einer Motorradtour passiert. Vor allen Dingen nichts hier. Nicht hier im Kyffhäuser Kreis. Hier ist alles.